Pikachu, Donnerblitz auf den Toast! Pikachu! Boah, das war ein bisschen viel. Au, heiß! Pika? Herzlich willkommen bei YumChumChum! Melissa, geh zurück in deinen Pokéball! Nein, nicht bevor es Burger gibt! Du bist so stur wie ein Pikachu. Vielleicht ist dein Trainerlevel auch einfach zu low. Gar nicht wahr. Aber Pikachu ist das richtige Stichwort, denn wir machen heute Pikachu-Burger. Yes! Und dafür machen wir erstmal Teig, denn für unsere Burger brauchen wir Brötchen und für Pikachu-Burger brauchen wir gelbe Brötchen, die dann auch Öhrchen bekommen. Bitteschön. So, da kommt jetzt Wasser rein. Und zwar lauwarm. Wir machen natürlich einen Hefeteig und die Hefe mag es gerne kuschelig. So, Wasser geht rein. Dann Milch. 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 Hefe reinbröckeln. Ich will auch Hefe reinbröckeln. Hier, jeder eine Hälfte. Und nicht die Hefe essen. Als würde ich jemals, als hätte ich jemals irgendwas mit Hefe jemals gegessen. So, die Hefe braucht natürlich auch was zu essen. Und zwar Zucker. Eigentlich ist die Hefe wie ich. Sie mag es gerne warm, sie isst gerne Zucker. Ja, so ein bisschen geht dann aber auch auf mit dem Zucker. Ja. So, Yam, 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 Zucker hat, ich wollte sagen Yam, Yam, Yam. Da ist jetzt Zucker drin. Ist aber leider nicht so ganz rausgekommen. Macht nichts. So, der Zucker ist drin. War halt wie ein Pokémon, ja. Da ist die Aussprache auch nicht so ganz deutlich, außer der eigene Name. Felix, Felix! Melissa, Melissa, Melissa. Mein Name ist viel zu lang, um ein Pokémon-Name zu sein, leider. Gar nicht wahr. Ultraball ist ja auch lang. Oder wohin genau? Wohin genau? Ich find's aber geil, dass sie voll viele Pokémon ja so regionale Namen gegeben haben. Mhm. So Pummeluff ist ja im Englischen Jigglypuff. Aber Pikachu, glaube ich, ist überall auf der Welt gleich. Ja. Weil Pika Pika ist das Geräusch, was so Elektrosachen machen in Japan. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ah. So, für Brötchen braucht man natürlich auch Mehl. Ja, damit die Hefe auch was zu tun hat. Ja. Soll ja nicht so vor sich dahin futtern. Ja? Ich hatte so ein Plakat bei mir im Zimmer, ja, wo alle Pokémon drauf standen. Ja. Dann habe ich sie auswendig gelernt. Hätte ich mal für die Schule gelernt. Tja. Aber hat auch so geklappt. Die Pokémon sitzen noch. Alles andere, also so, ja, grammatische Begriffe, Kurvendiskussion. Ah, wer braucht das schon im späteren Leben? Kurvendiskussion war ich Hammer. So, ja, da brauchen wir noch eine Prise Salz. Warum machen wir überhaupt Pikachu-Burger? Weil Detective Pikachu ins Kino kommt und alle sind sehr gespannt, weil es ja real life ist, also fast real life. Ich bin gespalten, muss ja, ich sagen. Und es basiert auf einem Spiel eigentlich, ne? Genau, Detective Pikachu konnte man spielen, aber es ist super verwirrend, weil dieses Pikachu einfach so eine super tiefe Stimme hat. Ja, das habe ich im Trailer gesehen und war so, ich dachte immer, Pikachu wäre weiblich. Ja, aber das Krasse ist, man kann an der Route des Pikachus erkennen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, weil die Jungs haben so eine blitzartige Route und die Mädchen haben hinten wie so ein Herz. Nee. Und wenn ihr euch diese riesigen Pikachu-Paraden anguckt, dann könnt ihr immer sehen, ob es Jungs oder Mädchen sind. Jetzt wird hier abgeteigt. Abgeteigt. So, dazu kommt jetzt noch ein Ei. Ein Ei. Eimon. Owei. Owei, Owei. Da war's. Eimon ist ja mehr Digimon. Ja, das stimmt. Jetzt muss ich ja leider gestehen, ich war immer mehr Team Digimon. Nein. Die Frage ist auch, wer hat das bessere erste Intro? Weil ich finde, das Pokémon-Intro ist hervorragend, aber das Digimon-Intro ist halt auch richtig gut. Diese heroischen Texte irgendwie, ja, die sogar so pushen, so geil, ich bin geil! Hä, leb deinen Traum, denn er wird wahr! Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr! Hä, ist doch voll poetisch. Und bei Dragon Ball, du wirst unbesiegbar sein. Ja, schala. Hey, schala. Ja. Give me all the butter. Butter. All of the butter. Bam. So. Gut, das hat noch keine Pikachu-Farbe, deswegen kommt jetzt ein bisschen Speisefarbe rein. Für diese Farbe wurde kein Pikachu misshandelt oder anderweitig verletzt. So, ich glaube... Das sieht gut aus. Unser Pikachu sieht gut aus, ja. Ja, hol dir den. Ja, ich mache hier noch eine schöne runde Geschichte draus. Wer ist rosa, wer ist jetzt ein Ditto. Dann wären wir schon fertig. Und hier sehen Sie, unser Ditto verwandelt als Pikachu-Teig. Boah, Deck ist zu.
wie ihr ja bereits wisst, ne? Hefeteig mag es warm und feucht beim Wachsen. Kapau! So, gute Nacht. Wir räumen mal ein bisschen auf und wenn der Teig groß genug ist, geht's weiter. Okay, Moment of Truth. Boah, it's big. Hast du da etwas schon reingepiekst? Nee, ist das Handtuch vielleicht? Ich merke das genau, wenn jemand meinen Hefeteig anfasst. Falsche Plattform. Ich hole mal unser Backblech, denn aus dem Teig, wenn Melissa ihn gelöst hat, machen wir wunderschöne Burgerbrötchen. Yes. Also ich würde sagen, wir sind nah dran. Das ist wie die chinesische Rip-Off-Version. Nee, ich finde, das sieht ja jetzt halt eher aus wie die gezeichnete Version, weißt du? Im Anime quasi drin. Aber wenn man sich die Pikachu-Evolution anguckt, ist es voll witzig, weil das Pikachu war halt in den 90ern super dick. Ja. Es war so dick, dass man nicht mal seine Füße gesehen hat. Und dann ist es irgendwie immer dünner geworden. So wie das Pikachu da hinten? Ja, das ist mein Rucksack, original aus den 90ern. Guck mal, wie dick es ist. Man sieht seine Füße nicht, aber es hat Füße. Da? Ja. Füße. Was man halt nicht weiß, dass Ash die ganze Zeit sein Pikachu gebodyshamed hat. Okay, Brötchen jetzt, ja? Dieser Teig wird sehr groß im Nachhinein, deswegen mach die Brötchen schön klein. Hast du das Spiel eigentlich gespielt hier, Detective Pikachu? Nee, leider nicht. Das ist total unbekannt in Deutschland. Ich glaube, fast niemand hat das hier gespielt. Aber ich habe dafür viele andere Spiele gespielt. Ich hatte damals auch Rot und Blau. Das hatte ich nicht. Ich weiß noch, dass ich bei meinem ersten Durchlauf von Pokémon Blau quasi ewig gebraucht habe. Also bestimmt, keine Ahnung, was waren das, 100, 120 Stunden oder sowas, die ich da dran gesessen habe. Im ersten Durchlauf, wo ich das jetzt quasi im... Da kriegt man 20 Stunden durch, wenn man sich dran hält, mit allen Leveln. Die decken wir jetzt nochmal ab, lassen sie kurz stehen. Und ja. Was ist noch gelb? Tortillas! Nein, also ja, aber nein. Käse. Ja, wir machen jetzt unsere Käsesoße. So, los geht's mit der Soße. Und jawohl. Zwar kommen jetzt erstmal 2 Esslöffel Butter da rein. Denn wir machen eine Bechamelsoße. Ja. Als Grundbasis. Und das geht mit einer klassischen Mehlschwitze, wa? Freunde. So. Tu das Mehl hinein. So, komm mal rein, sonst verbrennt uns das. Ja. So, und jetzt langsam die Milch dazu machen. Und dann bindet sich das direkt durch die Stärke. Und am Ende kommt eine wundervolle Soße dabei raus. Jetzt braucht das Ganze natürlich auch noch Würze. Ja, so ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Jawollo. Aber jetzt kommt natürlich noch die obligatorische Pokémon-Frage, die jeder fragt. Was weißt du schon? Ist dein Lieblings-Pokémon? Nee, was war dein Starter-Pokémon? Oh. Erste Edition. Erste Edition Starter-Pokémon bei mir war Glumanda. Ja. Sehr gut. Ich bin ziemlich unpopular, was das angeht. Na? Bisasam. Echt? Bisasam ist unpopular? Total. Alle haten immer Bisasam. Was? Ich finde, bei mir war es eher so, oh, du hast Shiggy genommen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Muskatnuss. Okay, jetzt ist aber trotzdem die Frage im Raum, was ist dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon? Oh. Warte, lass mich das überlegen, während ich dir ein bisschen Kurkuma gebe. Und den Gouda greife ich und währenddessen überlege ich weiter. Du kannst diese Frage aber schon mal beantworten, denn du hast bestimmt schon die Antwort parat. Für immer. Pummeluff ist einfach das beste Pokémon, das es gibt. Really? Ich liebe Pummeluff. Oh, Pummeluff hat mich echt immer ziemlich genervt. Es ist bei Smash natürlich ziemlich lame und mehr so ein Fun-Character, aber Pummeluff hatte sehr viel Attitude und das hatten die anderen Pokémon nicht in den ersten Staffeln. Du meinst, es war eine kleine Diva? Ja. Ja, das passt zu dir. So, die Soße sieht jetzt aus wie Senf. Durch die Farbe ist aber eine leckere Soße geworden. So, ich schneide schon mal Zwiebeln. Ich hole dir ein Brettchen. Danke. Aber ich schneide mir mal kurz vorher hier die Rinde bei mir ab, wenn das genehm ist. Aber ich würde wahrscheinlich auf Apollo gehen. Mm. Oder... Nee, Apollo fand ich, glaube ich, am coolsten. Oder Kadabra. Ja. Die fand ich am coolsten, weil ich so diese Psy-Fähigkeiten alle immer so krass fand. Oh Gott, ein Zwiebelmassakerchen. Ja, ich kenne nichts anderes von dir, dass du Massaker anrichtest. So, ich schneide mal Ringe. Immer gut für einen Burger. Es gibt noch Gürkchen. Ja. Oh, meine Finger sind butterig. Mann, ich dachte, das geht jetzt so einfach. Nee. Ah, ja. Guck,
Wenn man keine schmierigen Finger hat, dann geht das ganz einfach. Moment, Gürkchenkontrolle. Ist es genehm? Ist ein gutes Gürkchen. Konnte Leute nie verstehen, die ihr keine Gürkchen haben wollten auf dem Burger. Wolltest du nie Gürkchen auf dem Burger? Ach. Bei dir weiß ich eh schon, dass Hopfen und Malz verloren ist. Diese ganze Gurkensache ist mir einfach sehr suspekt. Okay, ich hole mal die Brötchen. Die müssten jetzt lang genug aufgegangen sein. Oh, groß geworden. Kleine große Brötchen und gehen im Ofen noch mehr auf. Ja. So, und da gehen sie jetzt auch hin. Ab in den Ofen, ab in den Ofen, ab in den Ofen, ab in den Ofen. Ist das ein echtes Lied? Nein. Ich glaube, unsere Pika-Brötchen sind fertig gebacken. Na dann. Boah, gut. Ja. Okay, die können abkühlen, abkühlen. Abkühlen. Richtig geil abkühlen. Gut, und wir machen schon mal die Patties für die Burger. Die Burger Patties? Stell sie mir doch, stell doch mal das Gitter jetzt irgendwo hin. So, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Haha, doch heiß. Deswegen habe ich auch kein Glumanda gewählt. Feuer ist nicht so. Ich mag Feuer, aber nicht an meinen Händen. Wir haben hier leckeres Rinderhack. Schmach dir da mal noch Pfeffersalz rein, ne? Ach so, ja, mach mal. Salz. So, heiz hier schon mal die Pfanne an. Mal ein bisschen Öl in die Pfanne. Guck mal. Geister-Pokémon. Vielleicht sollten wir ihn einfach rausnehmen. Nein, braucht man zum Rühren. Okay, okay. So, guck mal jetzt. Hier, ja. Ist das genehm? Was? Ja, doch. Ja. Schrumpft ja ein bisschen. Ja. Ja, das kann noch. So, ich habe die noch ein bisschen flach gedrückt. Weil die ziehen sich eh, wie gesagt, ein bisschen noch zusammen. Ja. Ich kann jetzt hier den Käse hinzufügen. Die Temperatur sollte jetzt langsam da sein. So, das sollte genügen. Oh Gott, ich bin so schlecht im Burgerbrötchen aufschneiden. Du kriegst das hin. Hat doch geklappt, was beschwerst du dich denn so? Ich glaube, ich kann jetzt hier die Käsesoße auch ausmachen. Der Rest schmilzt dann von alleine. Das heißt, ich kann auch schon mal 4 schöne Tortillas raussuchen. Ja. Tortillas. Tortilla. Tortilla. Klingt wie Chinchilla. Klingt auch wie ein Pokémon. Ja. Und. Ja. Yo. Und dann schmeißen wir auch gleich unseren Käse drauf. So, jetzt suche ich aber die Tortillas raus. Ja. Die Tortilla. Tortilla. Denn die werden unsere Ohren. Denn was wäre Pikachu ohne Ohren? Taub. In der Tat. So, ich hole mal unsere Burger Patties raus. Jo. So, ich bestreiche, während du die Oberseite bestreichst, die Unterseite, aber mit Senf. Also was er sagen will, er macht Senf drauf und ich mal das Gesicht. Genau. Gut. Nur inkompliziert. Ich glaube, Flo, du musst rumkommen, weil sonst sieht man nichts von dem, was ich tue. Okay. Das ist übrigens kein einfacher Stift, sondern einer mit Lebensmittelfarbe. Ihr könnt nicht einfach einen normalen Filzer nehmen und da drauf malen, okay? Bitte tut es nicht. Ja. So, ich mach mal hier auf die Brötchen schon mal unsere Buletten drauf. Ich weiß jetzt nicht mal, welches für welches gedacht war. Ich behaupte es jetzt einfach so, zack. Gut, also Sie haben jetzt schon Gesichter hier. Ausgezeichnet. Und Öhrchen, aber was ist super charakteristisch für Pikachu? Sein Schwanz. Ja, und was noch? Seine Augen. Was noch? Seine Stimme. Mann! Seine Wänkchen. Ja. Und deswegen holen wir jetzt noch ein bisschen rote Lebensmittelfarbe und seine Backen. Seine Backen. So. Kommen wir zu dir rüber, denn dort ist unser weiterer Belag.
Während du hier so schön zeichnest, belege ich einfach schon mal den Rest. Ja, gute Idee. Und jetzt kommt natürlich auch ein Burger. Gürkchen. Ja, was sonst? Und dann geile Zwiebelscheiben. Oh, geile Zwiebeln. Zwiebeln und Gürkchen einmal. So, und für die Schärfe noch ein paar Jalapenos. Jalapenos. So, jetzt kann ich aber hier endlich mal diesen Schneebesen entfernen. Ist nicht wahr. Doch. Jetzt sind wir ihn endlich los. Denn ich kann unsere Soße auch schon mal auf dem Burger verteilen. Boah, ich bin richtig satisfied, muss ich sagen. Ja, vor allem, wenn man in Japan war und dieses ganze Theme-Food einfach wirklich in echt gesehen hat, dann sind die hier gar nicht so schlecht geworden. Die sind sehr hübsch geworden. Apropos sehr hübsch wird jetzt auch, wenn ich diese Soße hier drauf verteile. Also, wenn das mal kein Pikachu-Burger ist... Wenn das mal nicht ein Burger ist, Bruder! Dann weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Geil! Oh, sweet! Pika! Pikachu! Bist du bereit für eine elektrische Burgerladung? Ich bin bereit, mich elektrisieren zu lassen. Hm. Dann kann ich auch sprechen, aber vorher aufräumen. Ich will der Allerleckerste sein, wie keiner vor mir war. Denn, ganz allein stopf ich ihn rein. Na gut, wir teilen jetzt auch. Ich kenne die Gefahr. So. Okay, rein geht's. Oh Mann, es tut mir fast ein bisschen leid. So viel Arbeit. Oh, die Käsesoße, Alter. Boah, Gönnung. Flo guckt die ganze Zeit so traurig. Flo, möchtest du auch probieren? Ja! Okay, komm rum. Flo kriegt einen extra Ranken. Ja, Mann. Wow, ist das groß. Okay, bereit? Ja, bereit. Pikachu. Der Allerbeste sein. Pikachu setzt super lecker ein. Flo ist paralysiert. Es ist sehr effektiv. Ich würde sagen, unsere Pikachu-Burger sind nicht nur absolute Cuties, sie schmecken auch sehr, sehr gut. Ja, sie sind auf jeden Fall auf ihrer höchsten Entwicklungsstufe und falls ihr die auch erreichen möchtet, dann macht diesen Burger doch gerne nach. Unter dem Hashtag YamTamTam könnt ihr uns ein Foto schicken. Genau, und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das nächste Mal gibt es ein Muttertagsrezept. Lecker, bis dann. Tschüss.